Ja, herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem ersten Infovideo und zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal World of Warships Legends. Endlich ist es soweit, endlich darf ich ein Video machen. Spiel ja die Beta schon länger, darf euch jetzt endlich dran teilhaben lassen. Ja, für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin der Playguru. Und ja, ich würde einfach sagen, wir starten mal. Gehen einfach mal rein ins Spiel. Wie gesagt, ihr dürft nicht vergessen, das Ganze ist noch Work in Progress im Moment. Also, da kann sich noch ein bisschen was ändern, was ich euch hier erzähle. Und ja, ihr seht, wir sind schon im ersten Bildschirm drin. Habt hier verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Wenn ihr mit dem Spiel startet, wird das hier, also der Techbaum, die Kapitäne und die Kampfaufträge noch nicht freigeschalten sein. Das heißt, das müsst ihr nach und nach freischalten über ein Level-Up-System, aber keine Angst, das geht wirklich sehr, sehr schnell. Nach 2 Stunden habt ihr das alles freigeschaltet. Wenn ihr da ein paar gute Gefechte macht, dann habt ihr das sehr schnell freigeschaltet. Ja, ihr habt hier noch Soziales, da könnt ihr dann später Freunde einladen. Könnt also zusammen in der Division fahren. Hier könnt ihr auch nach anderen Divisionen suchen. Auch das eine sehr nette Funktion, wenn mal Freunde von euch nicht online sind, glaube ich, dann könnt ihr hier nach anderen Divisionen suchen. Also das auch eine nette Funktion. Ja, hier unten könnt ihr nochmal Einstellungen ändern, je nachdem auf euren Gamepad. Ja, Gefechte habt ihr 2 Arten im Moment drin. Das ist einmal gegen die KI. Wie gesagt, wenn ihr anfangt, ist auch die Funktion Standardgefecht noch nicht freigeschalten. Ihr werdet anfangen mit KI, um so ein bisschen die grundlegenden Spielmechaniken kennenzulernen. Aber auch das geht relativ schnell, dann habt ihr das Standardgefecht freigeschaltet. Also diese 2 Gefechtsarten gibt es im Moment. Ja, dann haben wir den Techbaum drin. Im Moment haben wir 2 Techbäume drin. Das sind einmal die Amerikaner und die Japaner. Wir haben ja 3 Schiffsklassen im Moment drin. Die Zerstörer, die Kreuzer und natürlich die Schlachtschiffe. Wir haben keine Flugzeugträger drin. Aber ich glaube, die weiß ich nicht, ob die später nochmal reinkommen. Und ihr seht es auch, der Baum geht im Moment nur bis Tier 7. Mit der Fletcher, mit der Baltimore und mit der Iowa. Ja, wir haben hier oben die Kreuzer. Dann in der Mitte haben wir, Entschuldigung, das sind die Zerstörer. In der Mitte haben wir dann die Kreuzer, die amerikanischen Kreuzer. Hier haben wir dann die Schlachtschiffe. Ja, die Premium-Schiffe sind dann so gold hinterlegt hier mit der Arizona und mit der Texas. Dann haben wir den japanischen Baum hier oben mit den Zerstörern bis zur Kagiro. Dann die Kreuzer bis zur Mogami und die Schlachtschiffe bis zur Amagi. Dann hier ein Tier 3 Kreuzer, die Yubari. Ja, bei dem polnischen Baum haben wir ein Premium-Schiff drin, die Bliskawica. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Durfte ich in der Beta auch schon testen. Ist ein spaßiges Schiff. Ein spaßiger Zerstörer auf Tier 6. Der wirklich Spaß macht. Also so eine kleine polnische Ballerbude, muss ich sagen. Also die macht wirklich richtig Spaß. Ich glaube, die werde ich mir später auch nochmal zulegen. Tolles Schiff. Und im deutschen Baum haben wir im Moment auch nur einen Zerstörer drin. Aber wie gesagt, das wird, denke ich mal, alles kommen. Das ist so der Techbaum im Moment. Ich konzentriere mich so ein bisschen im Moment auf die japanischen Kreuzer, weil die Torpedos mit an Bord haben. Ja, die Amerikaner haben, glaube ich, nur 2 Kreuzer-Torpedos. Das ist einmal die Phoenix und die Omaha, glaube ich. Aber ansonsten machen die auch Spaß. Durfte die ja auch schon alle mal testen. Pensacola. Ja, spaßiges Schlachtschiff, auch die Iowa. Ihr seht es hier
auf Stufe 7 und ich glaube auf dem PC ist die Iowa Stufe 9. Also ihr seht auch die Umsetzung, ja, balancetechnisch wahrscheinlich ist das alles hier ein bisschen anders auf der Konsole als auf dem PC. Im Grunde genommen ist das Spiel eine völlige neue Entwicklung. Ja, die Iowa auf Stufe 7. Spaßiges Schlachtschiff. Wie gesagt, durfte ich alles schon mal testen. Mit dem letzten Patch ist dann aber mein Konto wieder zurückgesetzt worden. Aber das ist ganz normal in der Beta-Phase. Also das sind Schlachtschiffe, die ich euch empfehlen kann, die Iowa. Ja, und ihr werdet auch merken, die Karten sind hier etwas kleiner als auf dem PC. Also ihr seid da auch wirklich schneller in der Action drin, im Gefecht. Ja, dann habt ihr hier die Kapitäne. Da haben wir schon unterschiedliche Kapitäne. Ihr seht es bei den Amerikanern, drei Kapitäne, die auch unterschiedliche Basiseigenschaften haben. Der hier hat immer schön trocken bleiben. Ja, verringern sie die Dauer von Wassereinbrüchen sowie die Ladezeit für das Schadenbegrenzungsteam. Dann habt ihr hier rechts nochmal unterschiedliche Fähigkeiten. Ich habe hier verringern sie die Streuung der Granaten der Sekundärbatterie angewählt. Könnte man jetzt auch das nehmen, aber RAM-Schaden. Ja, wann rammt man mal ein gegnerisches Schiff, obwohl das in der Beta hier öfters vorgekommen ist, habe ich öfters beobachtet, dass sich die Schiffe gegenseitig wegrammen. Also ich habe das angewählt, denke ein nützlicher Perk. Und ihr habt dann hier noch ein Rangsystem in der Mitte. Ihr seht es hier, könnt dann euren Kapitän noch hochleveln. Und dann seht ihr, dann füllen sich auch diese Kreise. Also mit jedem Rang verbessert sich eure Fähigkeit. Ihr seht es auch, die Basiseigenschaft da verbessert sich. Man kann den dann hochleveln bis legendär. Aber da braucht es dann auch Erkennungsmarke, Beförderungsbefehle, persönliche Belobigungen, 50. Also da braucht es dann auch einiges. Ja, und die Kapitäne haben auch unterschiedliche Fähigkeiten, unterschiedliche Basiseigenschaften. Der ja zum Beispiel echter Mut. Verringern Sie die Wahrscheinlichkeit von kritischen Schaden am Steuergetriebe und einer Verringerung der Ladezeit der Torpedorohre. Ich habe hier nochmal geskillt. Erhöhen Sie die maximale Reichweite der Torpedos. Also das wäre so ein Kapitän wahrscheinlich für einen amerikanischen Zerstörer. Ja, auch die Japaner haben dann unterschiedliche Fähigkeiten. Verringern sie die Streuung der Granaten und. Aber ich denke mal, zum so ein Kapitänstutorial werde ich dann mal später machen. Ja, die polnischen und der deutsche ist noch nicht freigeschalten. Aber auch die haben dann unterschiedliche Sachen. Zum Beispiel hier erhöhen sie die Bereitstellung der Nebelwand. Also das auch eine interessante Fähigkeit dann für die Zerstörer, weil die können dann auch Nebelwände setzen. Ja, das die Kapitäne, dann habt ihr noch Kampfaufträge, tägliche Kampfaufträge, also Daily Boosts, wo ihr dann Aufgaben erledigen müsst, Weekly Supplies, also ihr seht das, da müsst ihr dann unterschiedliche Aufgaben erledigen, set fire 20 times to ships, also Schiffe dann in Brand setzen. 11 habe ich dann schon von 20, dann gibt es dann hier diese 500 Erfahrungen. Hier gibt es dann 100.000 Credits und, also verschiedene Aufgaben, die ihr erfüllen müsst. Ja. Und ich würde sagen, wir gehen dann einfach mal in den Hafen rein, gucken uns den Hafen an. Ja, und ich würde sagen, das sieht richtig klasse aus. Das haben die Jungs von Wargaming da richtig gut hinbekommen. Also grafisch, glaube ich, braucht man nicht meckern. Können auch ein bisschen reinzoomen um das Schiff. Also das sieht richtig, richtig klasse aus. Ja,
Hier die Torpedowerfer. Die Brücke. Ja, genieß mal einfach mal die Fahrt rund um mein Schiff. Also das sieht richtig gut aus. Da könnt ihr mit Viereck noch in die Schiffsverwaltung gehen. Könnt dann dort euren Fortschritt sehen. Also auf den unteren Stufen könnt ihr noch nicht so viel einbauen. Ihr seht, ihr könnt eure Schiffe auch mit Modifikationen verbessern. Ich habe jetzt hier die Zielsystemmodifikation drin. Und dann seht ihr auch links unten, was es bringt, diese Modifikation. Also maximale Streuung der Hauptbatteriegranaten wird verringert. Also ihr seid dann, die Streuung ist dann nicht so groß. Drehgeschwindigkeit der Torpedowerfer wird verbessert. Die Feuerreichweite der Sekundärbatterie wird verbessert. Wie gesagt, die Sekundärbatterie feuert dann automatisch, sobald der Gegner in Reichweite ist. Maximale Streuung der Sekundärbatteriegranaten wird dann nochmal verbessert. Also das ist ein ganz nützlicher Perk, finde ich, auf dem Kreuzer. Ihr könnt natürlich auch eure Hauptbatterien verbessern. Das bleibt dann jedem selber überlassen. Habt dann auch schon ausgebaut zur Kuma B. Da bekommt ihr dann nochmal mehr Trefferpunkte. Und dann zum nächsten Slot, das ihr dann freischaltet über die Gefechte, die ihr macht. Ja. In der Schiffsverwaltung habt ihr dann noch den Loadout. Da seht ihr dann zum Beispiel oben eure Munition, die HE-Sprenggranaten, die AP, die Panzerbrechenden und die Torpedos. Dann habt ihr noch Katapultjäger, der für euch Aufklärung betreibt. Dann die hydroakustische Suche, das ist ganz nützlich, weil ihr gegnerische Torpedos auch früher erkennt und wenn ihr zum Beispiel in der Nebelwand steht, die zum Beispiel ein verbündeter Zerstörer gelegt hat und ihr steht da drin, dann könnt ihr auch weiter aufdecken. Schadensbegrenzungsteam, also im Grunde genommen das Reparaturset, das ihr einsetzt, wenn ihr in Brand geraten seid oder wenn ihr Wassereinbrüche habt durch einen gegnerischen Torpedo, dann könnt ihr euch damit reparieren. Ja, dann haben wir noch die Werte des Schiffes, also die Überlebensfähigkeit, die Trefferpunkte werden da angezeigt, die Panzerung, die Artillerie zeigt euch dann die Feuerreichweite an, also das solltet ihr wissen, wie weit ihr schießen könnt auf euren Schiff. Ganz wichtig auch bei den Torpedos, die Reichweite zu wissen, Torpedoreichweite 7,3 Kilometer. Also hier habt ihr so verschiedene Werte, die ihr dann nachschauen könnt. Auch ein kleiner Tipp von mir, versucht in dem Spiel jedes Schiff zu fahren, kein Schiff zu überspringen. Auch wenn euch ein Schiff mal nicht so viel Spaß macht, dann wisst ihr dennoch, wenn ihr das Schiff mal als Gegner habt, was es kann und was es nicht kann. Also das ist so ein kleiner Tipp von mir. Versucht da jedes Schiff zu fahren. Ja, ihr könnt dann auch Viereck gedrückt halten und dann könnt ihr eure Kapitäne zuweisen. Wie gesagt, schaut da ein bisschen auf die Fähigkeiten. Macht ja keinen Sinn, ein Schlachtschiff-Kapitän hier auf den Kreuzer zu stecken oder auf den Zerstörer. Ja, aber grafisch wirklich tolle Umsetzung. Also es macht schon Riesenspaß, das Spiel. Ja, ich habe euch noch ein Gefecht mitgebracht in meiner Kuma. Und ja, ich will nicht so viel verraten, aber ja, es war ein nettes Gefecht. Ich glaube, auf Tier 3, was ich da geleistet habe in dem Gefecht, kann ich ganz zufrieden sein. War ein Standardgefecht. Ich wollte euch unbedingt ein Standardgefecht zeigen. War eine spaßige Runde in der Kuma, schaut es euch an. Und dann habe ich noch einen Tipp. Es wird am 21., 22. und 23. noch ein Beta-Wochenende geben, glaube ich. Da könnt ihr euch noch anmelden. Ich glaube, die ersten Codes gehen dann morgen am 18. raus. Dafür, also vielleicht schafft es der eine oder andere noch, einen Code zu ergattern. Und dann kann er hier an der Beta teilnehmen. Meldet euch einfach an auf World of Warships Legends. Vielleicht hat der ein oder andere von euch Glück. Ja, ich würde sagen, ich hänge jetzt das Gameplay hinten dran. Schaut es euch an, war eine spaßige Runde in der Kuma. Und dann sehen wir uns danach nochmal kurz im Hafen. Also, bis gleich.
So, wir sind im Standardgefecht auf der Insel, auf der Karte Ring. Bin unterwegs in meiner Kuma. Ja, du siehst die Japaner mit dieser Pazifiktarnung. Aufgrund der Inseln, die im Pazifik sind, hat man dann auch diese Tarnung gewählt. Sieht man dann im Hintergrund schön, die Inseln sehen dann genauso aus wie die Schiffe. So, wir spawnen in der Mitte, aber ich denke mal, ich werde mal nach rechts mitfahren. Also ihr seht es hier mit Kreis, könnt ihr zurückschalten mit X, könnt ihr dann auf volle Geschwindigkeit gehen. Dauert natürlich ein bisschen, eher ja, dann auf Geschwindigkeit kommt. Werde mal meinen Aufklärungsflieger starten. Katapultjäger in der Luft. Seht's. So. Gucken, ob er was aufdeckt. Bis jetzt ist noch nichts offen. Drei Zerstörer schon, vier Zerstörer schon von uns tot. Also, ja. Weiß nicht, was die gemacht haben. Da fangen wir jetzt ein Torpedo, ja. Wir haben ein Lenk unterhalb der Wasserlinie. Wir laufen schnell voll. Problem gelöst. Das gegnerische Team steht kurz vor dem Sieg.
Torpedos achte aus. Gegnerischer Zerstörer gesunken. Problem gelöst. Das kann man natürlich nicht schaffen. Problem gelöst! Einen gegnerischen Zerstörer versenkt. Gegnerischer Zerstörer gesunken. Ja, seht ihr, wir können uns da richtig schön behaupten. Auch wenn wir das, glaube ich, nicht mehr gewinnen. Ja, wunderbar, den können wir auch noch wegmachen. Also ihr seht, wenn er in Bewegung bleibt mit dem Kreuzer, dann machen sogar die Niederlagen Spaß. 4 Schiffe zerstört. Jetzt müssen wir mal gucken. Da haben wir jetzt die gegnerische St. Louis.
Ich glaube, das schaffen wir jetzt nicht mehr. Nee, die Torps gehen vorbei, schade. Aber wir sind schon bei 68.000 Schaden. Ja, das haben wir nicht überlebt, aber trotzdem schönes Gefecht. Ich glaube, wir haben uns da ganz gut behauptet noch. Ich glaube, da können wir zufrieden sein. Großkaliber rausgesprungen. Ja, 70.000 Schaden und das mit einem Tier 3 Schiff. Ich glaube, da können wir voll zufrieden sein. 4 Schiffe zerstört, 4 Zieltreffer mit Torpedos, 116 Zieltreffer, 9-mal in Brand gesteckt, 2 Wassereinbrüche verursacht. Ja, leider sieht man hier die Komplettübersicht noch nicht, also wo man im Team steht, aber ich denke mal, mit der Leistung hätte ich ganz oben gestanden. Also richtig schönes Gefecht. Mit der Kuma auf Tier 3. Ja, schmuckes Schiff. Ja, das soll es an der Stelle gewesen sein. Eine erste Runde, eine erste schöne Runde. Leider eine Niederlage, aber ja, was wollt ihr machen? Aber ich glaube, wir haben da ganz gut abgeschnitten. Wir können zufrieden sein mit der Leistung. Ja, wenn es euch gefallen hat, das erste Video hier auf meinem Kanal World of Warships Legends, dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ich würde mich über ein Like von euch freuen. Für euch nur ein kleiner Klick, aber für mich bedeutet es ein bisschen mehr. Und über ein Abo würde ich mich noch mehr freuen. Also wenn ihr mehr sehen wollt von World of Warships Legends demnächst hier auf meinem Kanal, dann abonniert, liked, schaltet wieder ein beim nächsten Mal. Und dann sehen wir uns hier wieder zurück in meinem Hafen. Ich bin der Playguru und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Also bis später. Tschüss.